Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, was soll ich sagen? Es gibt ein neues Update über die TUI-Aktie. Ich denke mal, viele von euch haben den wahnsinnigen Tag von heute bereits gesehen. Plus 12% und die Börse ist noch geöffnet. Man sieht hier die letzten Tage ein absolut starkes Handelsvolumen. Und natürlich auch den Kursverlauf. Und wenn ich jetzt überlege, seit letzter Woche ist die Aktie bis jetzt um knapp 30% gestiegen. Was hat das für Gründe? Der erste wichtige Grund ist, dass der britische Premierminister hat gesagt, oder hat einen Plan vorgestellt, einen Krisenplan, wie in Zukunft, was für Unternehmen in welcher Form wieder mit Lockerungen rechnen können. Und das war bei TUI eben der Fall, dass hier hieß, ab Juni können wieder Flüge ins europäische Nachbarland stattfinden. Und das hat dafür gesorgt, dass zum Wochenende die Buchungsquote um 90% gestiegen ist. Also das sind Zahlen, die kann man sich eigentlich so gar nicht wirklich vor Augen halten, denn das sind natürlich wirklich viele, viele, viele von Millionen Euro, die jetzt gerade am Wochenende umgesetzt worden sind. Und was TUI als Vorteil gemacht hat für die Kunden ist, wer in einem bestimmten Zeitraum von Juni bis, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, bis August gebucht hat und es sollte was passieren, kann man kostenlos umbuchen. Und was gibt es noch für Neuigkeiten? Eine Neuigkeit gibt es und zwar hat der TUI-Chef hat Aktien verkauft, 100.000 Stück im Gesamtwert von knapp 415.000 Euro. Und jetzt gibt es eben nur Spekulationen darüber, warum hat er es getan? Einerseits heißt es, dass die Gehälter natürlich gekürzt worden sind und ja, dadurch natürlich geringer ausgefallen sind. Das heißt, der Chef hat sich ein bisschen ja, Geld besorgt. Oder das zweite Gerücht ist, dass dadurch, dass Dividenden geschlossen worden sind, hat er sich halt einfach eine Prämie dadurch ausgezahlt. Das ist in meinen Augen jetzt erstmal nichts Verwerfliches. Es ist natürlich als Chef eines so Unternehmens, als eine Aktiengesellschaft, ist es natürlich nicht so toll, wenn man sein eigenes Unternehmen ja nicht. Es sieht so aus, als würde man nicht mehr das eigene Unternehmen glauben. Aber ich sehe das eigentlich ganz entspannt. Ich habe ja, und da hoffe ich mal, dass viele, viele, viele jetzt eingestiegen sind. Einige haben mir wirklich schon unter das gestrige Video geschrieben und auch unter anderen Videos, aber unter das gestrige TUI-Video, dass sie eingestiegen sind. Und ganz ehrlich, es freut mich für jeden einzelnen von euch, dass ihr hier aktuell Gewinne gemacht habt. Klar, Gewinne habt ihr auch erst dann gemacht, wenn ihr aussteigt oder beziehungsweise die Aktien verkauft, aber für euch sollte es, die gestern eingestiegen sind, nicht ganz so schlecht aussehen. Und ihr seht hier meine Trendlinie, in der ich vermutet habe, dass sich in dem Bereich die Aktie befinden wird und es ist absolut darüber geschossen. Was erstmal schlecht für mich ist, weil ich habe damit nicht gerechnet, andererseits positiv, weil es natürlich über die Linie gegangen ist. Und ich glaube nicht, dass es hier um eine kurzfristige Angelegenheit handelt. Klar, man muss sich immer auch vor Augen halten, wenn ein Kurs so steigt, dass es auch wieder eine Korrektur geben wird. Das ist ganz natürlich. Aber bei TUI ist eben so, die Euphorie ist immer noch vorhanden. Und das ist natürlich gut. Und wohin wird die Reise gehen? Man muss natürlich festhalten, dass das Einzige, was hier aktuell den Kurs nach oben treibt, ist die Hoffnung. Also da braucht mir persönlich jetzt kein anderer etwas zu sagen. Es gibt keine vernünftigen, guten Zahlen in irgendeiner Art und Weise über TUI. Das Einzige, was es halt wirklich für eine
eine Situation gibt, ist die Hoffnung darauf, dass die Krise in ein paar Monaten so gut wie möglich überstanden ist. Und das sieht aktuell nicht ganz schlecht aus, denn Impfmittel ist jetzt mittlerweile ja immer mehr verfügbar, es wird geimpft, auch die Nachbarländer werden geimpft, es würde ja nichts bringen, wenn nur Deutschland sich impfen lassen würde, sondern auch die Nachbarländer, die europäischen Länder lassen sich genauso impfen. Und jetzt ist natürlich eine Situation, dass man natürlich abwarten muss, ob es den Anlauf auf den Widerstandsbereich von ca. 6,50 € übersteigt. Wenn das passieren sollte, gehe ich davon aus, dass die nächste Grenze bei 7,20 € sein wird. Und das ist meines Erachtens ein sehr guter Kurs. Das wären jetzt so knapp 2 € über dem heutigen Kurs, aber nichts ist unmöglich. Und vor allem durch die Euphorie, durch die Hoffnung, dass man wirklich in ein paar Monaten wieder fliegen kann, wieder Urlaub machen kann und das auch noch ja zu den Sommermonaten, ist das natürlich, oder zu den Sommerferien, zu den langen Ferien, ist das natürlich eine erstmal grandiose Nachricht. In Deutschland ist es so, dass es hierüber noch keine großartigen Informationen von der Bundesregierung gibt, aber ich denke mal, es ist halt sehr schwer aktuell hier wirklich was zu sagen. Das Schlimmste, und das müsst ihr euch auch wirklich vor Augen halten, ist, wenn zum Beispiel, ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass es passieren wird, aber das wäre halt das Worst-Case-Szenario, wenn es zum Beispiel zu einer dritten Welle kommen würde. Da glaube ich, dass diese Aktie definitiv und das wirklich sehr stark in diesen Bereich fallen wird. Aber das war jetzt nur ein Hinweis, also man muss wirklich bei solchen Aktien, gerade viele Tourismusunternehmen, muss man wirklich vorsichtig sein, muss man vernünftig beobachten und natürlich auch nur das Geld investieren, was man bereit ist zu verlieren. Aber ich persönlich bin auch bei TUI investiert und ich glaube daran. Ich glaube daran, dass diese Krise in ein paar Monaten nicht überstanden ist, aber auf jeden Fall es wieder zu Lockerung kommen wird und dann natürlich auch wieder Urlaubsziele gebucht werden können und hierfür wirklich Geld ausgegeben werden kann. Das ist wirklich meine Hoffnung daran und wie gesagt, ich glaube fest dran und ich denke mal, das wird auch passieren. Ich danke euch fürs Zusehen und hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.